Hallo liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und ein Kanalmitglied hat mal gefragt, ob ich nicht mal die IV von Scarecrow und X-Bud und dem anderen Pokémon, was ich jetzt heute vorstellen werde, mit zeigen könnte. Also Scarecrow ist ein 13-13 Achter, glaube ich. Und ups, gucken wir mal, was X-Button so ist. Ich gucke auch ehrlich gesagt nicht so nach den IV, muss ich sagen. X-Button ist 11, 11, 15. Und gucken wir mal Glurak an. Ist ein. Ist das ein 13er? Ja, das ist bestimmt 13, 13, 14. Genau. Und das Team würde ich auch heute nehmen. Ja, es fällt auf, es ist dreifach Flug. Allerdings haben die meisten Gegner gestern nicht so viel gegen Flug gehabt. Und deswegen habe ich auch ein 5 zu 0. Mit dem Team hier jetzt geschafft. Gestern natürlich gegen Oberfeldbesen. Cooler Name, Oberfeldbesen. Könnte wie meine Chefin sein. Und zu Gokro habe ich als Sicherheit in der Führung gegen Voltula. Ja, mach. Ich hoffe, es ist nur eine Finsterfaust. Ja. Ja, die drückt schon etwas. Ich setze jetzt einmal Nachthieb ein. Und war klar, dass du schildest. Und ich schilde jetzt zur Sicherheit auch, falls du einen Spukball hast. Ja, genau deswegen. Genau. Und ich gehe auf blinden Giftzahn. Ja, leider kriegst du die Attacke durch. Oder hätte ich auf Spukgeball gehen sollen? Ich weiß nicht. Problem ist, du kannst runterfahren, ne? So, ich gehe nochmal auf Giftzahn. Sehr schön. Ah ja, Toxicroak, okay. Ja, gehe ich hier rein. Setze definitiv da die Attacke ein. Und werde Skoko draufgehen lassen. Ja, die Matschbombe reicht in dem Fall aus. Ja, und da kannst du rausgehen. Das meine ich. Also, außer Voltula hat der Gegner nichts, was gegen Flug hilft. Und den Schild musste ich mir halt aufbewahren für Glurak. Der hätte den letzten Schlag gegen Voltula gemacht und gut ist. Und das Dings-Pokémon, oh, wie heißt es? Toxicroak hätte ich runtergefarmt. Und selbst wenn er nochmal zur Matschbombe gekommen wäre, hätte ich überlebt. So, Kampf beginnt. Wir kämpfen gegen den nächsten, gegen KKK0921 oder so. Oder 31. Flunschlick. Das sehe ich auch am liebsten vorne hier. Lange keinen Flunschlick mehr gehabt, muss ich zugeben. So, wie machen wir es wie folgt? Ja, er kriegt die Extra-Attacke leider unter, das ist aber ganz okay. Vielleicht kriege ich die selber auch unter. Okay, du schießt es gar nicht, perfekt. Dann kann ich sogar runterfahren.
spar mir sogar Schilde. Das geht in Ordnung. Jupp. Ja. Ich hoffe, du schildest und denkst, das wäre ein Erdbeben. Ein Schild wäre nice. Nein, natürlich nicht. Hast du gut mitgezählt, aber ich habe hier einen Glubak. Ich wollte schon sagen, gehst du gegen Glubak jetzt raus? So macht der Meteorologe. Meteorologe wurde abgeschwächt, das macht nicht mehr so viel. Na, ich gehe mal von aus, du wirst dein Deoxys. Genau, perfekt. So, wirst du auf Zischub hauen oder auf Steinhagel oder Donnerblitz? Ist alles sehr effektiv. Okay, du gehst auf den Hard Move. Das geht vollkommen klar. Und Donnerblitz müsste ich aber eigentlich überleben. Ich müsste eigentlich alles überleben. Deswegen schäle ich jetzt nicht. Genau. So. Giftzahn kommt, genau. Ja, wir gehen gleichzeitig down, das ist auch okay. Schild ist da, okay. So, ich hoffe, die Rachenklaue reicht jetzt. Aber eigentlich müsste ich dann nur einmal ausholen und das müsste dann reichen. Aber die Drachenklaue reicht. Perfekt. Nächster Sieg. Ihr seht, dreimal Flug klappt irgendwie. Ja, das gute Skogro hat halt keine Elektroschwäche. Und Gestein ist neutral. Bloß halt die anderen beiden sind dabei gegen schwach. Und die meisten spielen aber Voltula und Flunschlick in der Führung. Ja, und ich verstehe auch nicht, warum der Gegner nicht das Erdbeben geschildert hat. Aber im Endeffekt hätte ich das Matchup eh gewonnen. Gegen Flunschlick. In zwei Schilde. Oh nein. Da gehe ich hier rüber. Lapras ist natürlich hart. Schilde nicht. Oder hätte ich schön sollen? Ja, ich hätte schön sollen. Macht das viel. Ich hoffe auf ein Schild. Ja, habe ich mir schon gedacht. Okay, ich komme gar nicht mehr zur Lurkanonade, schade. Ja, Lapras nimmt jetzt das ganze Team auseinander, Leute. Okay, und trifft Zeppelin noch zusätzlich mit. Trifft Zeppelin natürlich zusätzlich da mit. So, Spukball kommt. Dem wird er sicher halt selber schön, oder? Nein, okay. Dann nicht. Allerdings muss ich hier drin bleiben. Skogro werde ich mir aufheben. Okay, du gehst in Gefährdes. Das ist perfekt. Dann hat sich mein Plan geändert. Dann gehe ich hier rüber. Hmm.
Ja, das tut schon weh. Ich gehe hier auf Erdbeben. Na, ja, das kann ich nicht mehr gewinnen, glaube ich. Ja. Ich hole nicht mal aus, okay? Ich hole nicht mal aus, Leute. Okay, Drachenpuls, das war wenigstens guter Schild. Aber spicy. Ja, Lapras ist natürlich ein Problem. Aber dafür sage ich mal, dass ich dreimal Flug habe, war das gar nicht mal so schlecht. Aber ich verstehe nicht, warum er auf Drachenpuls geht. Das hätte locker gereicht. Ja, Lapras ist halt Endgegner vorne, ne? Ach, vielleicht hätte ich da auch Glurak einfach schilden sollen. Ja, ich hätte das mit Glurak einfach ausspielen sollen. Und zweimal in Glurak reinschilden. So, Apokalypse ich dagegen schon lieber. Mit Hex. Also mit Bürde. So, dann kommt jetzt der Nachthieb. Und den ersten schilde ich immer. Ne? Weil der Gegner kann Eisstrahl haben. Ich rechne zwar mit Blubstrahl. Ja, okay. Habe ich mit gerechnet. Geht in Ordnung. Dann werde ich jetzt nicht mehr schön. Ja, die Gegner, da gehen immer auf Blubstrahl. Aber ich hatte schon Gegner, die haben Eisstrahl gehabt, ne? So, vielleicht kriege ich jetzt ein Schild. Ja. Und so, ich spare mir nochmal Skogro auf, weil der Gegner ein Flintstück hat. Genau deswegen. Genau deswegen habe ich mir nochmal Skoro aufgespart. Er wird eh nicht schön, von daher. Ja. Aber ich komme nochmal zum Spuckball. Und da du jetzt gesenkt bist. Okay, tut das nicht wirklich weh. Aber es war ein Gleichstand. So. Schütt mal hier rein. Setz ich ein. Problem ist, ich kann nicht abfangen. Das ist das Doofe. Wirst du jetzt schön? Nein, okay. Ah, das ist das Meteor. Das ist das Hohenona. Das Hohenona hier ist nervig. Ja, dass so schnell zum Meteorologen kommt. Und hier könnte ich mir vorstellen, dass du schildest. Ja.
Ja, aber du kommst höchstwahrscheinlich eher zum Meteorologen, ne? Ja, du kannst mich sogar runterfahren. Ja, das Wohnona hasse ich, Leute. Das hasse ich hier. Da habe ich auch keine Chance. Nee, das kommt viel zu schnell zu den Attacken. Hätte es nicht Scham sein können? Da sehe ich wirklich Scham Wohnona lieber. Okay. Zweite Niederlage. In Folge. Komm, lass mich ein positives Set machen. Ich habe gestern 5-0 gemacht. Mit dem Team. Ja, mit X-Bat hätte ich gerne gegen das Wunder gekämpft, zum Beispiel. So, Apokalyp. Nochmal. Wieder Hex. Ich poker diesmal, dass es ein Blubstrahl ist. Jawohl. Leider holst du nochmal zur Attacke aus, aber ich habe zwei Nachtdiebe ready. Die ich auch am besten hintereinander einsetze. So. Das wird doch noch ein Blubstrahl sein, oder? Die Gegner gehen eigentlich immer auf Blubstrahl. Okay. So, dann ködern wir mal das Wunschlick raus. Nee, doch nicht. Er geht dem Pion 3. Das geht aber in Ordnung. Denke ich mal. Wobei du hast Knirscher und ja. Nassschweif, aber du gehst nur auf Nassschweif. Perfekt. Ich gehe jetzt einmal hier drauf, um dich abzuschwächen. Pion Draghi hält jetzt nicht so viel aus, wie ihr seht. Werde gleich trotzdem auf den Spukball donnern. Auch wenn der jetzt nicht so effektiv ist. Ja, du kommst leider zum nächsten. Ja, ich werde X-Bad nicht chillen. So, dann ich komme noch zum Spukball und wenn du nicht tötest, nehme ich dich raus. Perfekt. Oh ja, Scham. Oh, Scham wohl nun, sehr schön. Lukas freut sich. Ich werde das natürlich jetzt nicht chillen. So, hier gehe ich jetzt auf Drachenklaue. Nehme das Pokémon raus, wenn du nicht würdest. Ja, perfekt. Hier brauche ich auch nur auf Drachenklaue gehen. Ja, den Charme nehme ich hier jetzt rüber. So, und jetzt dürfte die Drachenklaue reichen. Das war jetzt in dem Fall wichtig, den Charme mit rüber zu transferieren. Genau. Weil sonst hätte Glurak den Charme gekriegt. So, die Nachrichten machen wir mal weg. Das ist die einzige Gruppe, weil da länger nichts mehr war, die ich jetzt nicht gemutet habe. Und ein Wesprit. Buhu. Darüber freue ich mich überhaupt nicht.
Ich hoffe, wir fangen es sofort. Ey, das trifft man auch nicht großartig. Nicht mal großartig. Trifft man die Fesselung. Es bleibt gleich drin. Und wird auch gleich verfickt. Und wir machen natürlich ein zweites Set. Mit dem Team. Ja, nur halt Eis ist doof. Eis ist halt der Feind. Wobei Rex Blizzard zum Beispiel würde noch gehen. Ah, Rex Blizzard habe ich ewig nicht mehr gesehen. So, Sakubo ist der nächste. Sakubo. Und Flunschlick, das sehe ich wieder gerne vorne. Schade, dass Gorgo nicht Lehmschuss hat. Okay, er gönnt mir die Extra-Attacke. Gönnt mir die Extra-Attacke, ja. Brauche nicht Schäden. Oh, sauber abgefangen. Aber richtig sauber abgefangen. Komm, geh auf Daugen rein, ich schütte hier nicht. Hat er natürlich echt gut abgefangen. Ich habe sogar eine Sofortattacke extra mehr geholt. Und du schüttest einen Giftzahn. Okay. Dann schilde auch mal den. Dein Schild war eben umsonst. Okay. Wirst eher auf Sturzflug gehen, ne? Ja, aber sauber, ich hole nicht mal aus. Oh gut, dann gehe ich hier rüber. Ach komm, er hat gleich zweimal. Ja, drück mir hier den Sturzflug. Nein. Er geht auf Daumen rein. So, kommt das Flutschlick? Nein, Nidoqueen. Nidoqueen ist nervig. Ja, leider bin ich abgeschwächt. Das sind eh nur Giftzahn. Ja, ich komme leider nur noch zur Drachenklaue, wissens. Noch nicht mal, danke. Danke. Na, das verliere ich definitiv. Schade. Giftzahn darf ich nicht schilden. Muss mir hier extra Energie holen. Aber Flunschlick wird zu viel Energie haben. Och, jetzt muss ich auch noch schilden. Jetzt muss ich leider schilden. Ja, Nidoqueen ist nervig. Und jetzt kannst du rüber wechseln. Ja. Oh, hätte ich hier das Erdbeben drücken können, ne? Ja, das Problem ist, das Taubos hat mich so abgeschwächt, dieses Viech. Hauptsache, er schildert wirklich zweimal rein bei Taubos. Aber das hat ihn im Endeffekt den Sieg gebracht. Relaxo. Ich gehe jetzt hier rein einfach.
So, gib mir deinen Body Slam. Boah, drückt. Der Body Slam drückt aber schon ordentlich. So. Den schill ich jetzt mal. Ich kann nicht runterfahren, ne? Deswegen setze ich hier nochmal ein. Perfekt. Ah, du kannst runterfahren. Oh, ist das doof. Ah, ich gewinne den Gleichstand. Ja, sehr schön. Und selbst wenn es jetzt ein Blubstrahl ist, schädigt zur Sicherheit. Nein, du gehst auf Spukball, okay. Schild es nicht, okay. Ach, du hast den Spukball schon ready. Schade. Überlebe ich den? Ja. Dann setze ich hier nochmal ein. Du lässt drauf gehen. Oh, sehr schön. Charme. Wobei eigentlich nicht schön. Aber du gibst auf. Danke. Danke. Glurak hat gerade den Sieg geholt. Und ich dachte, ich verliere das schon, aber ja, Charme hinten mag ich. Charme. Warum gehen eigentlich die Kämpfe heute so schnell? Also man findet heute so schnell Gegner. Junge, Junge. Und Rex Blizzard. Oh, da hätte ich Glurak gegen gerne. Aber ich gehe erstmal in X-Rod. Weil ich hier Metrologe definitiv überlebe. Ja, es tut aber weh. Oh, danke, dass du wechselst. Aber den Spukball müsstest du respektieren. Der könnte dir wehtun. Okay. Ja, gut. Musst du nicht respektieren. Oh, schade. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich überlege. Ja, ich gehe hier rein. Ich brauche Glurak gegen Rex Blizzard. Halt, ist der Eisschreis. Nein, du bist auf Spukball. Perfekt. So, ich setze jetzt hier ein. Und werde jetzt in Glurak fahren. Okay, Schild ist da. Okay, du setzt ein. Perfekt. Glurak schäle ich nicht. Tauboss. Ja. Ja, ich muss schilden. Ich muss die Lohe-Kanonade drücken. Trotzdem. Und hoffen, dass ich mit Skorko runterfahren kann. Really? Ernsthaft? Das ist ein Fünfer-Move, Leute. Ein Fünfer-Move gegen Dreier und ich kann meine Attacke nicht einsetzen oder was? Geil. Geil, das ist verloren. Du musst nur auf Sturzflug gleich gehen. Oh, ich hasse Taubos, Leute.
Ja. Schade. Aber das hätte trotzdem noch was werden können. Das hätte definitiv noch was werden können. Ja, vielleicht hätte ich, habe ich Daumen rein geschüttet, bestimmt, ne? Ja, das hätte ich bestimmt nicht filmen sollen. So, Apokolyp. Ja, XL ist richtig am Start hier. Also, Nachtzug kommt. Schild ist da. Da chill ich nach, falls du den Eisstrahl hast. Nein, du hast den Blubstreuer, okay. Ich habe übrigens noch gar keinen Boost bekommen. Fällt mir gerade so auf. So, jetzt werde ich natürlich nicht schön. Na klar, jetzt geht den Spuppe rein. Lief gestern definitiv besser. Das lief hier definitiv gestern besser. Bitte kick. Okay, du kriegst keine Attacke raus. Das ist gut. Jetzt kommt eh Flunschlick-Betten. Es ist ein XL-Team. Och, nee, Tauboss. Ja, die Giftzähne tun ja schon weh. Giftzähne tun ja schon weh. Ich habe ausgeholt, deswegen schäle ich jetzt rein, denke ich mal. Ja, du gehst auf Sturzflug. Oh, Scham, sehr schön. Dann kriege ich hier noch den Giftzahn raus. Das sollte ich eigentlich gewinnen. Ich gehe jetzt rüber, du schüttest nicht, perfekt. Ja, das reicht trotzdem niemals aus gegen Glurak. So, jetzt kommt Taubos. Und Taubos fahre ich einfach runter, perfekt. Ja, da war es richtig, auf jeden Fall X-Bad zu chillen. Oh, ich mag Charmbullnona. Charm finde ich jetzt gerade viel besser als Eis. Weil sonst ging mir immer Charme auf den Keks, Leute. So, Lübefee. Oder Lübefee? Klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr französisch. Schlaraffel! Okay, deine Sofortattacke ist neutral. Ich werde eh auf Erdbeben hier gehen. Und gehst du auf Knöcher? Wobei ich gehe glaube auf Nachtdieb, oder? Hallo, ich habe gewechselt. Eigentlich habe ich gewechselt, aber ich werde jetzt rüber gehen. Ich werde mir hier die Energie speichern. Ja, du kannst ruhig Body Slams machen. Jo. Geht in Ordnung. Durch meinen Giftzahn bringe ich dich auch schön in Bedrängnis.
genau. Und du kommst mit Skorro, sehr schön. Du kommst mit Skorro. Kann ich hier gemütlich auf den Spukball gehen? Den du aber überlebst. Aber nicht chillst, okay. Ja, du gehst eher auf Nachthieb. Dann gehe ich hier auf Nachthieb. Würde dein Skorro quasi rausnehmen. Ah, du schildest. Ja, dann schild ich auch. So, aber jetzt gehe ich gleich einfach in Glurak. So, weil du hast bestimmt gleich eine Attacke. Genau. So, und die Body Slams sind hier gar nicht so schlimm. Genau, da ist das Vieh hier schlimmer. Ah, wie mache ich das? Das ist doof. Okay, du schüttest. Schüttest Lurkanonade, okay. Ich werde Glurak nicht schillen. Gib mir den Spukbau oder so. Nein, du gibst mir den Blubstrahl. Ah, da wirst du mich jetzt gleich runterfahren, wa? Das ist doof. Ja, das macht jetzt gar nicht mehr so viel. Okay, sehr schön. Ja, aber den Kampf werde ich wahrscheinlich leider verlieren. Ich habe keinen Nachthieb. Ich hole nicht mal zur Attacke aus. Du gehst gemütlich auf Blubstrahl. Genau. Und da ist schon der nächste. Ja, nervig. Nervig, definitiv nervig. Hätte ich auch besser spielen können. Naja. Kann man nichts machen, aber... Ich habe es ausprobiert und ich bin genau auf denselben Punkten, wo ich gestartet bin. Aber gut, für die Folge soll es jetzt das gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.